Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und das ist die Tagesbotschaft für euch. Ich sitze hier und zerbreche mir den Kopf, weil ich sehe wunderschöne Karten, wunderschöne Ratschläge, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl, hier ist der Teufel. Hier ist der Teufel. Wenn du ein Single bist, ich sehe hier demnächst sehr bald in dein Leben kommt Liebe. Vor allem wie kannst du in Resonanz kommen damit? Dir geht's gut. Eigentlich dir geht's auch alleine sehr gut. Ich sehe hier, Mensch hat eigentlich sein Reichtum aufgebaut. Ist egal, was das ist. Das könnte auch WG sein. Ich habe euch schon oft erzählt, dass ich, mich von meinem Mann getrennt habe. Ich habe auch in 13 Quadratmeter Wohnung. Ganze Wohnung 13 Quadratmeter. Die Zimmer war 2,40 Meter, 2,20 Meter, glaube ich, Zimmer. Meine Lieben, das war mein Reichtum, so wie hier zeigt. Das war mein Reichtum. Ich war glücklich, ich war allein, ich war nicht lange allein, aber trotzdem. Versteht ihr? Genauso hier. Egal, wie sieht dein Reichtum jetzt aus, das könnte auch nur eine Zimmer-WG-Zimmer sein, aber das ist dein Reichtum. Keiner hat Anspruch auf das. Dir geht es dort gut, du fühlst dich dort wohl und diese Mann, diese andere Person, die kommt in dein Leben, die ist auch glücklich, so wie ist allein. Ihm geht es auch gut. Und dann kommt so zwei, ich möchte nicht sagen egoistische Menschen, nein. Da kommen soll zwei und hier sind wunderschöne Karten. Auf eine Familie machen, spielen, keine Ahnung. Mich nur ein bisschen irritiert der Teufel. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das heißt, dass es karmische Partner kommt in dein Leben. Eigentlich euch geht's gut ohne niemanden, aber euch wird genauso gut gehen, auch zu zweit. Versteht ihr, was ich meine? Und das kommt bald. Diese Liebe kommt bald in dein Leben. Das ist Schicksal. Das ist 100% Schicksal. Das ist ein neuer Anfang in eurem Leben. Diese Botschaft, nicht umsonst, jetzt hörst du das zu. Ich sehe hier berufliche Veränderungen oder sowas. Könnte auch sagen, aber hier mehr Liebe. Hier Liebe. An Tagesordnung steht Nummer 1 Liebe. Und was mir gefällt, das kommt wie ein Licht. Das kommt wirklich neue, tolle Anfang. Nur der Teufel. Das heißt, für mich heißt das, für euch auch vielleicht, aufpassen, wie ihr fängt eure Beziehung an. Das heißt, lasst euch Zeit, beeilt nicht. Schau schon, wenn ihr euch trifft, das explodiert. Wow, lebenlange Verbundenheit. Ich vermute noch, was könnte das noch sein? Gerechtigkeit und Teufel und diese alle wunderschönen Karten, die hier stehen. Das ist ein Mensch, der aus deiner Vergangenheit, nicht von diesem Leben, von früherem. Das heißt, jetzt die Schulden werden beglichen. Das heißt, oder du schuldest diesem Mann etwas, seine Seele, oder seine Seele schuldet deine Seele etwas.
Hier wird ihr, aber eigentlich wird euch gut gehen. Keine Ahnung, komischerweise. Das müsst ihr mir schreiben, was da los ist. Aber das ist wirklich ein, weil die Storche, hier sehe ich, die Sonne strahlt. Das heißt, Glück kommt ins Haus, hier ist Zehner, hier euch, ihr beide und wieder zwei. Versteht ihr, was ich meine? Nur mit dem Teufel und der Gerechtigkeit. Für mich ist das, ich spüre, wenn du spürst, das ist dein Mensch, wenn du spürst, das ist deine Seele, du kennst diese Seele, schau, dass ihr eure Beziehung richtig macht. Nicht sofort steigt ins Bett oder so, bisschen sich Zeit lassen. Genauso, ich sehe hier Rat für dich. Schau, auf jeden Fall Kopf anschalten. Hier musst du Kopf anschalten. Unbedingt. Nicht zu sehr in die Sexualität springen. Dann wird ihr Leben lang glücklich. Wenn ihr vom Sex anfängt, weil hier ist Gefahr, dass ihr beide auf sexueller Ebene könnt diese Beziehung aufbauen. Aufpassen und mehr seriöser angehen. Glaubt mir, meine Lieben. Viele werden sagen, nein, meine Beziehung ist angefangen vom Sexuellen, aber trotzdem wir... ein Mann, glaubt mir, meine Lieben, unterbewusst, er wird immer eifersüchtig sein, immer, dass du genauso leicht kannst mit jemandem anderen in Beziehung eingehen, dass du dich leicht verlieben kannst. Männer solche Dinge verstehen nicht. Nicht nur meine Erfahrungen, so schreiben auch andere. Ich habe darüber, ganz ehrlich, das ist wie Seelen. Partnerschaft, das, was wir jeden Mittwoch beim Livestream bearbeiten, meine Lieben. Darum, keine Angst haben. Du kannst springen, du kannst schlüpfen, du kannst nur richtig aufbauen. Steinchen nach der Steinchen. Wir nicht verspiele hier, Warnung ist, verspiele diese Beziehung nicht. Ihr könnt wirklich auf Dauer glücklich sein. Nur kommt drauf an, wie ihr fängt eure Beziehung an. Jetzt bin ich am Überlegen, ich habe die Karten lange für euch nicht, wie soll ich sagen, wer will vielleicht die, für jeden Tag solche Spruchkarten, genau. Ich habe das lange für euch nicht gezogen und ich denke, heute mache ich das. Oh, die erste und die einzige. Lass dich auf die Freude ein. Streck die Hände aus und greif zu, wenn sie vorbeiläuft. Das ist das. Ass der Kelche. Greif diese Möglichkeit. Zieh dich nicht zurück. Aber, lass dir Zeit. Hier, wenn du ihn kennenlernst, mach wirklich, schau, dass du diesen Prozess genießt, Kopf anschalten und lass dir Zeit. Auf Sex, das ist so eure Sache wie ihr, aber nach Gefühl. Ich kenne so habe ich früher die Technik angewendet, 30 Stunden miteinander gemeinsam verbringen, bevor du mit ihm ins Bett steigst. Das heißt, diese 30 Stunden nicht in zwei Tage, am besten auf Dauer. Nicht, weil du so eine Frau bist, spielst mit deinem Mann. Nein, lass dir Zeit, um diesen Mann kennenzulernen, als Freund. Ob er passt, ob er ihr Gespräche führen könnt und so weiter und so weiter. Lass dir Zeit.
einen Mann kennenlernen, bevor du mit ihm intim wirst. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, weil ich habe jetzt noch ein paar Videos für ukrainische Kanal noch, für später für euch und danach noch Termine habe ich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis später, meine Liebe. Tschüss, Papa.